Moin moin und hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's gut und ihr habt einen super Tag und freut euch auch auf dieses Video. Das finde ich nämlich sehr schön, weil ich freue mich sehr, euch was präsentieren zu dürfen. Endlich mal wieder ein Video extra für YouTube und es handelt sich darum, dass ich ein Gadget testen kann und ich finde das immer so Hammer. Ich finde der Technik immer so geil, das ist wirklich meine größte Schwäche, irgendwie technische Produkte links liegen zu lassen, das kann ich einfach nicht. Dementsprechend freue ich mich darauf, euch von der Firma Sennheiser den CX Plus True Wireless Kopfhörer bzw. das In-Ear-System vorstellen zu dürfen. Ich bin selber gespannt, was es kann. Ich habe richtig Bock, es zu nutzen. Als Tontechniker, glaube ich, kann ich einigermaßen beurteilen, was gut klingt und nicht. So ist natürlich immer subjektiv und auch dieser Test, sage ich mal, wird natürlich subjektiv. Aber ich will es eben genauso nutzen, dieses System in meinen Anwendungsgebieten, wie ich es auch sonst nutzen würde. Nämlich irgendwie draußen beim Fahrradfahren, beim Skaten, One-Wheel fahren, Auto fahren, was auch immer. So, und das will ich auch in diesem Video rausstellen. Und hinterher gibt es dann eben ein Fazit. Ich packe das gleich erstmal aus, dann machen wir so ein Unboxing und dann gehe ich eben die einzelnen Stationen durch und am Ende erzähle ich einmal mal, wie es mir gefällt. Sie haben hier eine Noise Cancellation drin. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Bin gespannt, wie es mit diesen Earplugs funktioniert. So, aber da muss das Ohr natürlich auch gut abgeschlossen sein, wie ist der Tragekomfort und so weiter und so fort. Freue ich mich drauf. Übrigens, Sennheiser kenne ich natürlich schon als Musiker von verschiedensten Einsätzen auf Bühnen und mit Mikrofontechnik und so weiter und so fort. Dementsprechend sollten Sie verstehen, was Sie tun. Und das werde ich jetzt überprüfen. Packen wir den ganzen Kram erstmal aus. Case mit USB-C-Anschluss, kann man sehen. Ja, ne, kann man jetzt sehen. Und hier sind auch schon die Kopfhörer drin. So, okay, rechts und links. Bin gespannt, ob sie geladen sind. Ich weiß es nicht, aber ich lege sie erstmal hier hin, damit ihr seht, was alles drin ist. Dann haben wir noch eine Kurzanleitung. Das USB-C-Kabel, diese anpassbaren Ohrstücke sozusagen. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Fachbezeichnung gibt. Keine Ahnung. Walking and Charging Batteries. Transparent Hearing. Hören von Umgebungsgeräuschen. Dafür einmal draufdrücken. Einmal auf die Seite draufdrücken, okay. Dann ist quasi das Noise Cancelling aus. Beziehungsweise ich höre die Umgebung. Zweimal draufdrücken. Vorheriger Titel, dreimal draufdrücken, Active Noise Cancellation, aktive Geräuschunterdrückung ist dann an. Da sieht man das Pairing Mode, beide gedrückt halten. Okay, das mache ich alles, aber zunächst erstmal laden. So, Ohrstöpsel sind drin, könnt ihr sehen. Klangqualität ist nice, macht Bock. Ja, leider ist das Wetter in Hamburg gerade nicht so richtig schön. Eigentlich wollte ich noch mit euch skaten gehen oder One-Wheel fahren oder sowas. Aber es ist zu nass, zu rutschig, zu matschig und das ergibt gar keinen Sinn. So war ich einfach nur Fahrrad fahren, ein bisschen joggen und habe aber ansonsten über mehrere Tage jetzt die Earplugs benutzt und gehe jetzt mal zurück ins Studio. Ich bin zurück im Studio und habe die CX Plus True Wireless Kopfhörer von Sennheiser nun ausgiebigst getestet und genutzt. Mehrere Tage lang habe ich sie beansprucht und ich erzähle euch mal, was so abgeht und was so mein Eindruck ist und was ich cool finde und so weiter und so fort. Erstmal finde ich es nice, dass die Kopfhörer an dieser kleinen Ladebox unterwegs sind. Ich mag auch den Tragekomfort tatsächlich, dass ich nicht unwichtig finde. Gerade bei In-Ears hat man oft das Problem, dass sie dann drücken oder nerven. Der Standardaufsatz funktioniert für meinen Gehörgang sehr gut, passt auf jeden Fall einwandfrei und sie fallen nicht raus. Ich kann damit rumspringen, ich kann meinen Kopf schütteln. Sie bleiben gut sitzen, ohne dass sie drücken. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Jetzt war ich mit den In-Ears einkaufen und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch hier einmal drauf zu tippen. Jetzt ist das Noise Cancelling aus und ich kann mich auch selber hören. Du drückst einmal drauf, kannst alles hören, ohne dass du sie rausnehmen musst. Das Fahrradfahren, das Joggen, die ganzen Aktivitäten draußen haben wunderbar damit funktioniert. Ist wirklich gar kein Problem. Ich war auch Autofahren, hatte dann aber auch wirklich das Noise Cancelling aus. Sonst kriegst du nichts mit. Das hat alles wunderbar geklappt. Klang gut, muss ich sagen. Alles sehr schön. Jetzt komme ich zu einem kleinen Punkt, der mir eher negativ aufgefallen ist. So, jetzt hört ihr einmal die Qualität der Sprache über die Earplugs, über die Sennheiser CX Plus True Wireless.
Ja, man versteht alles, es ist kein Problem, aber es ist nicht der natürlichste, druckvollste Klang, sage ich mal. Aber alles ist gut dafür, dass die Dinge am Ohr sitzen und nicht der Schall direkt vom Mund aufgenommen wird über Mikrofon vorm Mund eben. Finde ich das auf jeden Fall schon cool und man kann auf jeden Fall damit sprechen und es funktioniert. Die Gesprächsteilnehmer, die ich dann befragt habe, ist alles gut, könnt ihr mich verstehen? Die haben alle bejaht, dass man mich gut verstehen würde und es auch nicht zu leise sei und so. Also von daher geht das auf jeden Fall. Dann möchte ich euch noch sehr gerne die Sennheiser Smart Control App zeigen, mit der ich direkt auf die Earplugs zugreifen kann und ein paar Einstellungen vornehmen kann. So sieht sie aus. Ihr könnt wenig erkennen. Dementsprechend habe ich auch eine Bildschirmaufnahme am Laufen und die blende ich jetzt ein. Da seht ihr sie schon. Die Earplugs verbinden sich direkt beim Starten mit der App. Da müsst ihr nichts weiter beachten. Das ist auf jeden Fall easy. Ich sehe jetzt hier direkt die Ladestandsanzeige meiner Ohrstöpsel, gerade bei mir 100%. Ich kann einmal auf die App draufdrücken, auf die Mitte der App draufdrücken und sehe dann eine Art Bedienungsanleitung der Ohrstöpsel, denn die Oberflächen sind ja touch-sensitiv und je nachdem, ob ich da einmal, zweimal, dreimal oder gedrückt halte, meine Finger ablege, dann passieren andere Dinge und zwar auch man muss auch unterscheiden zwischen linkem und rechtem Ohrstöpsel. Das wird hier erklärt. Auf jeden Fall ganz schön. Dann habe ich hier noch eine Direkteinstellung für Transparent Hearing. Bei mir ist es gerade an. Dabei kann ich auch Musik laufen lassen oder eben nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Equalizer einzustellen. Das geht auch nur über die App. Ich habe einmal die Tiefen, die Mitten und die Höhen, die ich verändern kann. Das funktioniert auch ganz gut. Ich habe auch Presets, die ich laden kann. Und kann es mir auch ein bisschen leichter machen, einfach besser verstärken oder erhöhen, anheben. Ne? Auf jeden Fall super easy. Je nachdem, wie ich es haben muss, sieht sie dann schon, okay, mehr Mitten, erhöhen. Die klassische Hi-Fi-Badewanne, die viele haben wollen. Aber wie gesagt, mir gefallen sie schon, wenn man sie neutral lässt. Hier gibt es nochmal Einstellungen: Smart Pause, Active Noise Cancellation, Auto Power Off und so weiter und so fort. Dann gilt eigentlich nur noch zu klären, wie teuer sind die Ohrstöpsel derzeit. Ich habe recherchiert und bin auf einen Preis von 128,99 waren es, glaube ich, gestoßen. Das war der günstigste Preis, den ich gefunden habe im Netz. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, was kriegt man dafür? Man kriegt zum einen die Ohrstöpsel mit einer Akkulaufzeit von 8 Stunden mit aktiver Noise Cancellation, was halt sehr, sehr cool ist. Die Klangqualität ist sehr, sehr gut. Die Sprachqualität ist so moderat, aber geht auch klar. Und man hat halt dieses kleine Kästchen dabei mit den weiteren 16 Stunden Akku-Power. Und muss sagen, dafür kriegt man ganz schön viel für das Geld. Dementsprechend, ja, ich bin überrascht. Das ist ein cooles Produkt, so als Fazit. Sennheiser CX Plus True Wireless Kopfhörer. Ich bin immer eher skeptisch bei solchen Sachen, auch wenn ich mich super auf Gadgets freue und gerade bei Kopfhörern. Ich finde so In-Ears, das muss irgendwie angenehm zu tragen sein. Da muss man das Gefühl haben, ich verliere sie nicht, weil es ja dann eben doch Geld ist. Und dementsprechend bin ich aber jetzt von dem System echt angetan und meins ganz ernst, ich kann es euch empfehlen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr könnt daraus was mitnehmen, das wäre mir persönlich ganz wichtig. Und kommentiert gerne, wenn ihr mehr in der Richtung sehen wollt. Ich würde mich sehr freuen, über Technik zu labern. Lasst gerne auch ein Like da und so weiter und so fort. Und yo, coole Sache. Sennheiser CX Plus True Wireless. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Krogi.